Wann waren Sie zuletzt so richtig verliebt? Wissen Sie noch, wie leicht es ging? Das ist einfach, sich zu verlieben, aber es ist natürlich schwer, das Feuer einer Liebe über Jahre am Brennen zu halten. Doch das geht und es geht dauerhaft, wenn Sie die verblüffenden 7 Gesetze einer glücklichen Liebe kennen. Ich verrate Ihnen diese Gesetze gleich. Mein Name ist Martin Wehrlich, bin Autor des Buches »Den Netten beißen die Hunde« und ich habe die 365-Tage-Challenge erfunden. Dort können Sie sich jeden Tag wichtige Impulse für Ihre Weiterentwicklung abholen. Ein Link ist unter diesem Video. Am Ende dieses Videos, da verrate ich Ihnen noch ein ganz erstaunliches Geheimnis, das deutsche Forscher über glückliche Paare herausgefunden haben. Eine Sache, von der man denken würde, dass sie ein Paar eher trennt als verbindet, diese Sache hat sich als bestes Rezept für eine glückliche Beziehung erwiesen. Ich bin sicher, Sie werden darüber staunen und Sie werden persönlich profitieren. Und hier kommen Sie auch schon, die 7 Gesetze einer glücklichen Liebe. Erstes Gesetz: Schaffen Sie sich Räume für Ihre Beziehung. Ganz viele Beziehungen scheitern daran, dass sich die beiden Partner im Alltag aus den Augen verlieren. Vor lauter Arbeit, vor lauter Familie, vor lauter äußeren Verpflichtungen fährt die Liebe nur noch auf einem Nebengleis. Man verbringt zwar Zeit miteinander, aber man hat keine Zeit mehr füreinander. Darum achten Sie darauf, dass Sie genug Zeit für Ihre Partnerschaft reservieren. Schreiben Sie gemeinsame Abende in den Terminkalender und nutzen Sie die Zeit dann, um etwas zu tun, das Sie beide beglückt und miteinander verbindet. Das kann ein tiefes Gespräch sein, das kann ein gemeinsames Hobby sein oder auch stundenlanges Kuscheln. Was Ihnen wirklich wichtig ist im Leben, dafür nehmen Sie sich auch Zeit, nehmen Sie sich viel Zeit für Ihre Partnerschaft. Und damit bin ich beim zweiten Gesetz der gelungenen Liebe. Planen Sie gemeinsame Abenteuer. Oft kommt nach der Verliebtheit die große Routine. Das Leben ist kein fröhlich sprudelnder Fluss mehr, sondern eher ein träge fließender Kanal. Man tut zusammen, was man immer tut. Man spricht zusammen über das man immer spricht. Es gibt da keine Überraschungen mehr. Darum sorgen Sie für Überraschungen, sorgen Sie für Abenteuer. Tun Sie mit Ihrem Partner etwas, das Sie reizt und das Sie noch nie zuvor getan haben. Springen Sie mit dem Fallschirm ab. Übernachten Sie draußen im Freien, lesen Sie sich ein ganz tolles Buch vor oder beginnen Sie gemeinsam ein neues Hobby. Jedenfalls sorgen Sie für Abwechslung, denn je abwechslungsreicher Sie Ihr Leben gestalten, desto abwechslungsreicher wird auch Ihre Beziehung erscheinen. Drittes Gesetz der gelungenen Liebe, ehe ich am Ende auf die verblüffende Erkenntnis deutscher Forscher zurückkomme, die Ihre Beziehung beflügeln kann. Sprechen Sie mit dem anderen über seine Bedürfnisse. Gerade wenn Sie schon lange mit Ihrem Partner zusammen sind, könnten Sie dem Irrtum aufsitzen. Ich weiß ja ohnehin, was er will, aber der Wille eines Menschen, der verändert sich und vielleicht gibt es auch geheime Wünsche, über die der andere noch nie gesprochen hat. Darum, stellen Sie doch einmal die Frage, welche besonderen Wünsche Sie dem anderen erfüllen können. Vielleicht gibt es einen besonderen Wunsch, über den er noch nie gesprochen hat oder einen Wunsch, der sich erst in letzter Zeit ergeben hat. Allein eine solche Frage, die wird die Augen Ihres Partners glänzen lassen. Denn wer sich für die Bedürfnisse eines anderen interessiert, der sagt indirekt damit, dein Wohlergehen, das liegt mir sehr am Herzen, ich will etwas dafür tun. Viertes Gesetz der glücklichen Liebe. Erhalten Sie sich Ihr eigenes Leben. Oft passiert es, dass ein Partner sein Leben für das des anderen aufgibt, dass er ganz für ihn da ist, dass er sich auf ihn fixiert. Das sieht nach einem Beweis für große Liebe aus, doch es zerstört eine Beziehung auf Dauer. Denn dann wird er vom anderen abhängig und das macht ihn langweilig, das macht ihn uninteressant. Darum, pflegen Sie natürlich Gemeinsamkeiten, aber erhalten Sie zugleich Ihr eigenes Leben, Ihren eigenen Freundeskreis, Ihre eigenen Hobbys und nach Möglichkeit auch Ihren eigenen Beruf. Denn alles, was Sie neben der Beziehung erleben, das kann die Partnerschaft beleben. Es macht Sie interessant, wenn Sie nicht nur Beziehungspartner sind, sondern auch ein Mensch, der viel sieht, viel hört und viel erlebt. Und jetzt noch 3 Gesetze, ehe ich Ihnen das große Geheimnis der Liebe verrate, auf das deutsche Forscher gestoßen sind. Fünftes Liebesgesetz. Viele Partnerschaften scheitern daran, dass einer den anderen erziehen will. Aber immer, wenn Sie Ihrem Partner etwas abgewöhnen wollen, versetzen Sie sich in den Hochstatus. Dann stehen Sie über ihm, dann machen Sie ihn kleiner. Und außerdem senden Sie die Botschaft, so wie du jetzt bist, akzeptiere ich dich nicht.
Darum, akzeptieren Sie Ihren Partner mit seinen kleinen Schwächen und Eigenarten. Dann kann ein Wunder passieren. Denn das, was Sie akzeptieren, verändert der andere viel eher als das, was Sie nicht akzeptieren. Und zwar von sich aus. Ich kenne zum Beispiel ein Paar, da hat die Frau jahrelang auf den Mann eingeredet, er solle endlich das Rauchen aufhören. Als die Frau das dann aufgab, dauerte es nur ein paar Monate, ehe der Mann von sich aus aufhörte. Und hier das sechste Gesetz der erfüllten Liebe. Der weltweit führende Paarforscher John Gottman hat herausgefunden, woran Beziehungen am ehesten zerbrechen. An negativer Kommunikation. Wenn die Partner aneinander herummeckern, wenn sie mit bösen Worten streiten, dann wird die Liebe nachhaltig gestört und meist kommt es auf längere Frist zu einer Trennung. Sein Gegenmittel ist ebenso simpel wie wirksam. Er hat herausgefunden, dass es 5 positive Botschaften braucht, bis eine negative folgen darf. Das heißt, achten Sie darauf, dass Sie Ihren Partner loben, dass Sie ihm Komplimente machen und dass Sie Schönes mit ihm teilen. Führen Sie positive Gespräche. Erst dann, wenn Sie 5 positive Botschaften gesendet haben, kann der andere auch ein kritisches Wort gut vertragen, ohne dass Ihre Liebe leidet. Kommunizieren Sie also positiv. Und jetzt noch das letzte Gesetz einer glücklichen Liebe, ehe die erstaunlichen Liebeserkenntnisse der deutschen Forscher folgen. Das wird sehr spannend für Sie. Erwarten Sie nicht zu viel. Viele Beziehungen scheitern an zu großen Ansprüchen. Wer keinen Partner sucht, sondern einen Traumpartner, der erwartet zu viel. Wir alle, wir sind fehlbare Menschen und es ist der Kern einer Liebe, nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen eines anderen zu lieben. Wahre Liebe besteht darin, dass Sie den anderen lieben, weil er ist, wer er ist und eben nicht, weil er ständig das tut, was Sie sich von ihm wünschen. Diese tiefere Ebene der Liebe, diese ganzheitliche Liebe des Menschen, die führt meist zu einer ähnlichen Antwort, zu einer ganzheitlichen Liebe, die Sie zurückbekommen. Der Psychologe Erich Fromm hat diese bedingungslose Liebe als Mutterliebe definiert. Sie ist das Fundament einer jeden glücklichen Beziehung. Und jetzt noch die versprochene und höchst spannende Liebeserkenntnis der deutschen Forscher der Universitäten Halle und Bamberg. Ihnen ist aufgefallen, dass in glücklichen Beziehungen beide Partner ein größeres Maß an Macht empfinden. Zum Beispiel sehen sie sich in der Lage, wichtige Dinge auch gegen den Willen des anderen durchzusetzen. Das klingt zunächst widersprüchlich, denn warum sollte Egoismus für eine bessere Beziehung sorgen? Aber auf den zweiten Blick wird klar, wenn ich den Mut habe, mich auch mal durchzusetzen, dann fühle ich mich in einer Beziehung akzeptiert. Dann verstelle ich mich nicht, dann zeige ich, was mir wirklich wichtig ist. Und dann begegne ich dem anderen auf Augenhöhe, statt mich vor ihm in den Staub zu werfen. Fragen Sie sich also, ob Sie den Mut haben, sich in Ihrer Beziehung auch mal durchzusetzen. Falls nicht, tun Sie es künftig öfter. Es befeuert Ihre Liebe. Und jetzt empfehle ich Ihnen noch mein Video mit 7 Dingen, die nur tut, wer Sie wirklich liebt. Es ist äußerst spannend. Klicken Sie das Video in der Infobox und wir blenden es gleich noch zum Anklicken ein. Und nutzen Sie ein kostbares Geschenk von mir. Ich schenke Ihnen mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine Methode vor, die mir all meine Erfolge ermöglicht hat. Eine Methode, mit der Sie mit nur 3 bis 4 Minuten pro Tag Ihr Leben verändern können. Es klappt wirklich, testen Sie es. Das Webinar ist umsonst, es kostet Sie keinen Cent. Schauen Sie einfach mal kurz rein, klicken Sie es hier an und wir sehen uns. Abonnieren Sie den Kanal hier unbedingt mit Glocke, nur dann kriegen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, Ihr Martin Wehrle.